Der Parteienfinanzierungsexperte Hubert Sickinger sprach in diesem Zusammenhang auch von Spendenwäsche und forderte unter anderem, diese strafrechtlich auch unter Strafdrohung zu stellen. Wie streng müssen denn die Sanktionen sein? Ja, sie müssen abschreckend sein. Wenn das etwas ist, was man aus der Portokasse bezahlt, ja, dann wird sich das auch nicht auswirken. Dann wird das etwas sein, was man von vornherein einkalkuliert. Das ist halt ein Risikoposten. Wahrscheinlich werden wir das zahlen müssen und das verteuert sich, die Aktion. Ja. Das darf nicht sein. Also das muss schon empfindlich sein. Und es geht ja um viel dabei. Es geht um den fairen demokratischen Wettbewerb. Und da müssen wir alles einsetzen, um das sicherzustellen. Und dazu gehören halt auch entsprechende Strafen.